uns im Nebel gesehen. Wir tauchen ein in die Stille. Hallöchen und herzlich willkommen bei Peru Plays. Ich bin der Peru. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Alaskan Road Truckers. Wir spielen das Ganze wie immer auf der PS5 in der Highway Edition. Wir spielen gleich wieder weiter mit unserem Charakter, nämlich mit mir, mit Peru. Ihr seht schon, ich habe in der Zwischenzeit ein zweites Profil angelegt mit Lisa Kelly. Die kennt ihr aus den Ice Road Truckers aus der Serie. Der ein oder andere wird sich das mal angeschaut haben. Habe ich mir einfach mal als Zweitcharakter angelegt. Ich will mal sehen, ob es da so einen kleinen Unterschied gibt in der Spielweise, beziehungsweise in den Add-ons, die sie zur Verfügung hat. Ja, wenn das der Fall ist, dann werden wir uns den Charakter dann auch mal anschauen. Ne? Aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei mir. Es ist mittlerweile so ein bisschen der Herbst angebrochen, das heißt, wir müssen so ein bisschen uns warm halten. Ne? Also Jacke anziehen, wenn wir draußen sind, ne? Oder wenn wir jetzt hier den Truck starten, müssen wir ab und zu schon mal die Abdeckplane nehmen für den Kühler. Für die Kühlerhaube, damit der Motor warm wird und all solche Geschichten. Das schauen wir uns gleich mal an. Also insgesamt, es wird ein bisschen komplexer. So oder so. Wenn es euch ja gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch nicht vergessen. Wer ein bisschen mehr machen will und auch noch selbst davon was haben will, bitteschön, holt euch gerne mal ein Spiel. Auch bei meinem Partner Instant Gaming. Da gibt es Games für PC und Konsole und Guthabenkarten. Deutlich günstiger. Und ihr tut mir und euch was Gutes. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genug geschnackt, wir starten wieder rein. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich zuletzt war, aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich war noch ein bisschen unterwegs, dass wir auch ein bisschen vorankommen, weil irgendwann wollen wir ja auch mal die erste Werkstatterweiterung bauen. Wir sind da immer noch so am Wursteln und Sparen. So, ihr seht, wir haben ein paar neue Symbole dazu bekommen. Ne? Links unten im HUD, rechts seht ihr jetzt die grüne Jacke. Hier seht ihr sie auch, in Neon-Signalfarben, gelb, wie auch immer. Die habe ich jetzt mal angezogen. Brauchen wir jetzt im Truck eigentlich nicht, weil ich müsste eigentlich die Heizung eingeschaltet haben. So, okay. Ist sie jetzt an oder aus? Heizung anschalten, ein. Ah. So, ich hatte an der Tanke hier noch ein bisschen eingekauft. Ah, das ist wieder ein Wetter für Götter hier, ne? Junge, Junge. Lass mal kurz schnell gucken, wo wir einen Auftrag herbekommen. Junge, das ist ja Wetter. Ach, toll. So, da ist nichts. Dafür habe ich noch keine Lizenz. Was haben wir hier? Lagerhaus Fairbanks. Da hätten wir allgemeine Güter für die Pumpstation 2. Da hätten wir 10 Stunden Zeit für. Schwierig. Okay. Schauen wir weiter. Getreidefarm Fairbanks, das geht nach Bridget Harbor. Da haben wir 2 Stunden 48. Wie lang ist das jetzt? Habe ich jetzt was an den Augen, weil ich sehe die Entfernung hier nicht? Weil wir müssten ja auch hin noch. Dann wird das mit 2 Stunden eventuell knapp. Man weiß es ja nicht, ne? Deshalb, ich gucke immer mit 10 Stunden plus. Ne? Hier haben wir zum Beispiel Fairbanks Osiris-Treibstoffe, eine Zisterne zum Powerhaul Manufacturing. Das machen wir jetzt mal. GPS läuft. Okay. So, und übrigens, wir haben rechts unten, wollte ich noch sagen, auch ein neues Symbol. Das zeigt an, ob unser Motor warm ist oder ob wir eben halt die Abdeckplane auflegen müssen zum Starten, damit die Kiste warm läuft. Ah, das ist auch ein Wetter. Machen wir mal Licht an hier. So, wir sehen jetzt auch die Anzeige, Temperatur minus 0,5 oder plus 0,5, Entschuldigung. Ja, wir haben die Nacht gerade hinter uns gelassen, also in der Nacht waren es dann schon mal
minus 10 Grad, also es knackt schon ordentlich. Also Jacke ist da auf jeden Fall schon mal unverzichtbar. Ah, jetzt habe ich sie angelassen, ne? Ah, ist jetzt auch egal. Solange wir jetzt nicht überhitzen, dann würde die Jacke da unten rot werden. Dann müssten wir die schnell ausziehen, nicht, dass wir uns da einen wegholen. So, da müsste die Zisterne stehen, irgendwo. Ich denke mal, das wird hier hinten irgendwo sein. Wie auch immer, wir gehen hier nur ganz schnell rein. Eingekauft hatte ich schon. Wir holen uns nur schnell den Auftrag ab. Genau, das ist der Auftrag für Powerhaul. Tada! So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der steht. Hallo? Ah, da hinten. Okay, Rückwärtsgang. Ah, der steht da aber scheißig, ne? Warte mal. Das habe ich jetzt gar nicht so schlau angefangen, ne? Junge, Junge. Ja, wir machen das heute übrigens als Aufzeichnung, als Premiere. Weil ich habe einiges heute auch am Abend noch zu tun. Vorbereiten für die nächste Woche. Unter anderem starten wir ja als Video on Demand dann am Freitag die letzte Staffel von The Walking Dead. Das heißt, ihr habt einen Arsch voll zu tun. Aber ihr habt ja in der Premiere einen Chat, da könnt ihr euch natürlich gerne austauschen. Über diese Folge, über eure eigenen Erfahrungen natürlich. Mit dem Alaskan Road Trucker. Würde mich freuen, wenn ihr das auch macht. Na. Ah. Das haben wir gar nicht mal so gut gemacht, würde ich mal sagen, nicht wahr? Ach, dieser Scheibenwischer. Ach so, wir wollten ja heute mal ein bisschen mit Hand steuern, also die Armaturen. Das wollte ich euch eigentlich auch mal zeigen. Ihr könnt das natürlich nicht nur mit Tasten, sondern auch direkt am Cockpit steuern. Jetzt koppeln wir aber erstmal hier den Bums an, bevor es weitergeht. Ja, und ihr seht, Außentemperatur minus 7,4 Grad. Also immerhin, im Führerhaus haben wir noch so knapp 1 Grad. So. Also hier ist schon warme Kleidung angesagt mittlerweile. Übrigens, die Jacke nutzen sich auch ab. Man muss sie mit der Zeit ersetzen. Man kann also jetzt nicht einfach eine Jacke kaufen und dann ne, fröhlich durch die Jahre fahren. Die geht irgendwann mal kaputt. Also ihr müsst dann bei Zeiten eine neue kaufen. So, das nur mal so als Nebenbei-Info. So, angekoppelt haben wir alles. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, los geht's. Kommen wir da um die Ecke, schauen wir mal. Alles eher so suboptimal vom Platz her hier, ne? Junge, Junge. Ich hoffe, das haut hin hier. Ja, ganz knappe Nummer, Leute. Ganz knappe Nummer. Hä? Wo stecken wir? Mach keinen Cheat hier.
Ich dachte, ich bin hier schön locker durch. Auf Kies gefurzt. So, nach amerikanischem System. Nee, da darf ich das nicht. Ich glaube, an der Ampel muss ich wirklich halten. Hilft nix. Ich glaube, das ist keine Rechtsabbiegerampel für mich. Ich bin mir da nicht sicher. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ist das eine Rechtsabbieger? Nee, ist es nicht, ne? Er muss ja auch aufpassen, ne? Jetzt hätte ich fast mit dem Hintern hier, mit dem Poppes, das Schild mitgenommen. So, ich sehe hier minus 7,4 Grad. Okay. Ja, man merkt, ne? Wir gehen stramm auf den Winter zu hier. Gott sei Dank haben wir noch keinen Schnee. Also ich glaube, im Winter sind das so bis um die minus 40 Grad, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wird lustig, Leute. So, 526 Meilen. Ich bin hier gerade falsch, sehe ich. Muss mal richtig einordnen hier. Ich will mal kurz was gucken. Nicht, dass ich die Abdeckung noch drauf habe. Doch, habe ich. Schiete. Ich muss gleich mal rechts ranfahren. Weil der Truck dürfte schon die optimale Temperatur haben. Wir wollen ja nicht, dass was kaputt geht hier, ne? Weil diese Abdeckplane ist tatsächlich nur zum Warmwerden. Mehr nicht. Hallo? Ich wollte raus. So, warte. Kühle Abdeckung ab. So. Das sollte, hoffe ich, jetzt so passen. Ah, da kommt schon ein bisschen die Sonne raus. Jetzt wird es dann auch bald wieder ein bisschen wärmer. Das dieselt so schön gerade vom Sound her, oder? Schön. Schön abbiegen, jawohl, so ist brav. Ah, da steht schon wieder die Streife hier. Also ich muss jetzt unbedingt mal gucken, ab welchem Level wir die erste Werkstatterweiterung oder die Werkstatt überhaupt bei uns bauen können. Ich meine, das ist Level 5 oder sowas. Wir sind, glaube ich, aktuell Level 4. Müssen wir mal schauen.
So, zum Motor kriege ich keine Warnmeldung, also muss das jetzt passen mit der Betriebstemperatur. Minus 8 Grad. Okay. Ist aber gut durchgerutscht durch die Kurve hier gerade. War mir gerade fast schon ein bisschen zu dynamisch. Was mir übrigens aufgefallen ist, die Temperaturen ändern sich auch geografisch. Also weit am Norden ist es tatsächlich auch tagsüber kühler als zum Beispiel im Süden. Jetzt mal so als einfaches Beispiel. Das finde ich, haben die richtig gut gemacht. Die Temperatur ist also auf der Map nicht immer stur durchgehend die gleiche. Und natürlich sowieso natürlich auch immer jeweils tageszeitbedingt, ist klar. Wie gesagt, nachts knackt es hier schon ordentlich. Na, ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal die Schneeketten aufziehen müssen hier. Hey! Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, das war so eine Kreuzungsbereich, da hätten wir auf 25 runterbremsen müssen. Habe ich jetzt gerade übersehen, war mein Fehler. Jetzt habe ich diesen Schleicher weiter vor mir. Ärger aber hoch. Oh, 25? Echt jetzt? Wegen der Brücke oder wie? Was ich interessant finde, später bei den Ice Roads, ne, habt ihr bestimmt auch schon mal, wenn ihr euch dafür interessiert, in den Serien gesehen, da habt ihr ja Höchstgeschwindigkeiten zwischen 10 und 25 km/h oder Meilen pro Stunde. Und die musste toujours durchfahren, ne? Umso mehr ärgert es mich, dass wir hier kein Tempomat haben. Weil das wird so eine Sache, da durchgehend die konstante Geschwindigkeit zu halten, damit man locker über das Eis kommt. Das sind so alles Sachen, da mache ich mir schon Gedanken drüber. Ne? Weil, Yo! Was? Unfallverursachung? Wofür? Ich habe keinen Unfall verursacht. Humble Pimp. So, jetzt lass mal gucken. Ich habe nämlich eine Kettensäge dabei. Das wäre nämlich das erste Mal, dass wir die einsetzen können auch. Oder habe ich die, wo habe ich die hingepackt? Da ist sie, die Kettensäge. So, okay. Jacke haben wir schon an, das trifft sich gut. 100 Pro ist mir die Polizei jetzt aufgefahren oder irgendjemand anders. Aber ich stand ja schon. Das ist so eine Sache, die müssen sie noch fixen, definitiv. So, gucken wir mal. Ja, hier, der Humble Pump. Ja, selbst schuld. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier den Baum wegkriegen. Hallo? Ah, Straßensperre beseitigen. Auf geht's. Brünn, brünn. Haha, wir haben eine Trophäe bekommen mit dem Titel Mega. Ja, super. Finde ich auch mega, dass ich so gut bin. Und so nett, die Straße zu räumen. Weil sonst hätten wir wieder einen riesen Umweg fahren müssen. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Die sollten mir da hinten mal dankbar sein. Weißt du? Ich hier, der Chef mit der Kettensäge, macht die Bude frei. Kerle, Kerle. Undank ist der Weltenlohn, ne? Aber es war schon immer so. So, 420 Kilometer noch, okay. Naja, nicht Kilometer, Meilen, Entschuldigung.
Also das könnt ihr mir gerne mal schreiben in die Kommentare oder hier in den Chat, wenn ihr es gerade als Premiere seht. Habt ihr dasselbe Problem mit der KI, dass die ab und zu völlig grundlos hinten auffährt, obwohl ihr schon steht? Ich hoffe mal, inständig bin ich der Einzige. Dann wäre das schon fast Diskriminierung. Oh, 40. Was ist denn das für ein Knickerwirt hier? 40. Na gut. Ah, das ist doch die Ecke, wo wir damals ganz zum Anfang gestartet sind mit dem Tutorial. Ja, das Schild da erinnere ich mich doch dran. Lodging. Ach so, und es gibt noch etwas. Ich habe mich immer gewundert, Freunde, warum wir nie komplett ausgeschlafen sind. Warum der Balken nie komplett, oder der Kreis, komplett grün wird. Man kann in seinem Truck schlafen, das ist alles gut und schön, aber wirklich ausschlafen und voll aufladen kann man nur in Motels. Also hier und da gibt es des Weges tatsächlich Motels, da kann man sich einchecken und ablegen und da füllt man tatsächlich, ja, die Energie komplett auf. Wusste ich auch noch nicht, aber man lernt ja jeden Tag hier was Neues dazu, ne? So, nicht irritieren lassen, wenn ich ein bisschen jetzt lauter rede, weil ich weiß nicht, bei mir auf dem Headset ist der Motor gerade so laut, ich weiß nicht, ob der mich übertönt. Na, Abwehrzone mit Rückenwind, da schaffen wir erstmals die 55, fast. Fast. So, hier haben wir schon wieder eine Kreuzung, da müssen wir da aufpassen. Das ist auch eine Sache übrigens, die mir fehlt, das Zentrieren der Sicht. Wenn man so nach links oder rechts geguckt hat, das geht mir so ein bisschen ab hier. Muss man alles per Hand hier machen. Aber okay. Ist ja mal auf hohem Niveau, ne? So, schneller Blick auf unseren Terminplan. Wir sind auf dem Weg zum Powerhall Manufacturing. In 6 Stunden 54 Minuten sollten wir da sein. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade was im Hals. Junge, ist es ekelhaft. Scheiß Klimaanlage. Sorry. Jetzt war ich vor der Aufzeichnung extra ein bisschen draußen am Meer und so. Na, dachte ich, okay, da geht's ein bisschen besser, aber auf Kies gefurzt. Muss ich jetzt durch. Ups, Vorsicht, mein junger Padawan, Vorsicht. Du hast mich schon gesehen, oder? So, mal sehen, ob ich jetzt an der nächsten Ampel irgendwo kurz mal was trinken kann, um die Stimme zu ölen. Ja, das kratzt im Hals, Leute, das glaubt ihr nicht. So, nicht wundern, wenn ich jetzt mal ein, zwei Minuten nichts sage. Ich muss mal kurz so... Stimme schon. Ich warte jetzt auf die nächste Gelegenheit, wo ich die wieder ein bisschen ölen kann.
frag mich, warum wir hier nicht die ganze Leistung rausgekitzelt bekommen. Also 55 sollte der doch locker schaffen. Übrigens, ich wollte ja noch einen zweiten Truck, einen neueren, besseren Truck dazu nehmen. Da wir ja die Highway Edition haben, habt ihr ja zwei kostenlose, höherwertigere Trucks, die ihr einsetzen könnt. Aber dafür braucht ihr zumindest einen Parkplatz. Das wäre also tatsächlich das Erste, was ich bauen würde, noch vor der Werkstatt. Dass wir da dann noch einen besseren Truck am Start haben. Junge, Junge, hier ist Achterbahn. Auf und nieder hier. Ja, was hat er denn hier für Schaltschwierigkeiten gerade? Merkwürdig. So, gut, die Hälfte der Strecke haben wir schon runtergerissen. Bis jetzt sind wir auch mit einer kleinen Unterbrechung recht gut vorangekommen. So. Also er würde uns vorlassen, das finde ich sehr nett. Hupen wir mal freundlich. So, ich glaube, Licht können wir auch mal langsam ausmachen hier. Moment mal, haben wir da die ersten Tannen mit Schnee? Sehe ich das richtig? Ich hoffe aufrichtig, dass es nur raureif ist. Also wir sehen jetzt schon, mit dem Herbst geht es auch tagsüber massiv schon ins Minus hier mit den Temperaturen. Jetzt hatte ich gehofft, dass wir wenigstens tagsüber noch so 1-2 Grad plus haben, aber das ist irgendwie vorbei. Aber ich finde es cool, dass ich euch heute endlich mal zeigen konnte, da kratzt wieder mal, Entschuldigung, wie man mit der Motorsäge die Straße frei macht. Kommt jetzt nicht so oft vor, aber es kommt immer mal wieder vor. Jetzt wisst ihr auch, wie das geht. Ah, hier schlängert sich die Straße ganz schön, müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Ich komme hier aber auch nicht zum Trinken, ne? Keine Ampel weit und breit. Schiede. Uiuiuiui. Was? 15 sogar nur noch? Okay, wegen der Kurve wahrscheinlich, weil die so scharf ist.
Ich würde das nachher mal gerne ausprobieren mit dem Motel, wenn wir da eins haben. Aber ich denke mal, Fairbanks ist eine größere Stadt. Theoretisch. Ach nee, wir fahren ja gar nicht nach Fairbanks. Mist. Ja, egal. Aber trotzdem, wir schauen mal, wenn wir angekommen sind, ob da in der Nähe ein Motel ist. Dann probieren wir das mal aus, ob wir da dann die Energieanzeige tatsächlich mal vollkriegen. Ich sehe schon wieder, wir haben schon wieder Kohldampf. Fressen und schlafen, da ist ein großer, ne? Junge, Junge. Also theoretisch könnten wir tatsächlich an einer Tanke oder Parkplatz anhalten, wenn da was kommt, dass wir kurz was essen. Ich meine, so ist das nicht. Bevor der Junge uns hier vom Fleisch fällt. Aber dann müsste erstmal was kommen hier. Wo wir gerade drüber reden. Stell uns mal kackfrech mal ein bisschen quer hier hin. Wir wollen dann ja auch bald wieder los, ne? Die Kollegen von der Polizei können sich da einen Lustigen machen. Und ich mache mir auch was, nicht zu essen. So, gucken wir mal, was ich noch dabei habe. Der Junge hat richtig Kohldampf, da müssen wir was machen. So, aber zum Glück hat der Pappe ja Hähnchensticks eingekauft. Das ist alles kein Ding. So, einmal rein damit. So, jetzt kann ich nämlich schnell mal meine Stimme ölen, auch gut. So, nicht hetzen hier. So, jetzt müssen wir erstmal das Ganze rausholen und jetzt Mahlzeit. So. Guti, schlafen wir jetzt noch zu früh. Deshalb schmeißen wir die Kiste gleich wieder an und sehen zu, dass wir hier wieder vom Parkplatz runterkommen. Ich habe mich jetzt gar nicht mal so gut hier hingestellt, ne? Schiede, warte mal. Mal sehen, wie ich das lösen kann, ohne hier eine Katastrophe auszulösen. Oder ob ich hier tatsächlich wenden kann. Warte mal. Ist eng, aber könnte eventuell vielleicht unter Umständen klappen. Ah. Einmal beim Bordstein rüber. Aber funktioniert. Und wir sind noch nicht tot. Sehr schön. Das war jetzt sehr eng gezirkelt. Aber ohne anzustoßen, wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich fast das Schild hier mitgenommen. Ja, sowas sollte man nicht sagen, bevor man fertig ist, ne? Okay, weiter geht's. 160 Meilen, die sollten wir jetzt runterrocken hier. Schon wieder so eine wunderbare Kreuzung hier.
Die nehmen einen immer den ganzen Schwung raus, ne? Bisschen nervig. Und die nächste. Und wieder 25 Leute. Und überall Baustellen. Leute, es ist bald Winter. Macht mal hinne hier. So, jetzt heißt es wieder freie Fahrt für Fry Trucker. Wundert mich, hier ist gerade aktuell. Doch, ich wollte schon sagen, gar keinen Verkehr mehr. Von einer Geschwindigkeitsbeschränkung in die nächste hier. Da haben wir wieder eine Tanke. Aber ein Motel wäre eher mal eine Sache. Wir müssen mal auf der Karte suchen, wo es die gibt. Aber das machen wir dann erst am Zielort. Und zudem sind es noch knapp 100 Meilen. Sollten wir also in wenigen Minuten im Sack haben, das Ganze hier. Bremst denn da schon wieder da vorne hier? So, ich glaube, die nächste Ortschaft dürfte es sein. Also nicht diese, die nächste. Ja, wenn wir zwischendurch immer wieder weiter so kriechen müssen, könnte das natürlich doch ein paar Minuten länger dauern. Ach, schade, ne? Bei dem ganzen diesigen Wetter. Man sieht gar nichts mehr von den wunderschönen Bergen hier im Hintergrund. Nur noch Nebel und Dunst. Thank you.
und wieder runter. Auf und nieder, immer wieder. Oh, warte mal, da ist ein Motel, oder? Ist das ein Motel? Ja, ich glaube, das ist eins. Das wäre jetzt 25 Meilen entfernt von unserem Zielort. Das heißt, im Fall des Falles könnten wir nach unserer Tour dahin und erstmals in einem Motel übernachten. Das wäre auch cool. Und da hätten wir wirklich das erste Mal auch die Poweranzeige wieder voll am nächsten Morgen. Weil 25 Meilen hier auf der Map ist ja nix, ne? Das ist Katzensprung. Ja, prima. Ich bin auch auf der richtigen Spur. Super. So, wo wollt ihr den Bums denn haben, Freunde? Ah, nein. Okay. Ich glaube, das ist jetzt auch richtig in Fahrtrichtung hier. Warte mal. Ja, sieht so aus. Gut. Ja, 4 Sterne reichen mir jetzt auch. Wollte heute nicht den Streber machen. So. Ja, die Lüftung lassen wir kurz nochmal an. Wir steigen ja auch gleich wieder ein. So. Sehr schön. Einmal. Lage ab hier. Da sind wir jetzt aber eigentlich recht flüssig durchgekommen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. War eine coole Tour. Ja, wo ich beim Thema Motel war, ne? Da wird der Junge schon wieder müde, wenn er das nur hört. Habe ich mir gedacht. So, dann koppeln wir hier mal den Rest auch noch ab. Und dann hat sich das erledigt. Wir müssen nur noch ganz kurz die Kohlen einsacken, natürlich. Das dürfen wir nicht vergessen. So, 5420. Ja gut, wir haben einmal Frachtstrafe bekommen. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Alles gut. Was zeigt ihr mir da für eine Route an? Finde ich gerade sehr mysteriös. Naja. So, jetzt lass mal kurz auf den Plan schauen. Wir müssten hier das Motel... Ah, hier. Wir blenden hier jetzt erstmal alles aus. Und dann lassen wir uns die Motels einblenden. Hä? Ha. Muss ich die erst entdecken? Kann das sein? Weil dann müssten wir die Strecke jetzt nochmal so zurück, wie wir reingekommen sind. Ich hoffe, ich kriege das noch auf die Reihe. Ich bin mir sicher, das war ein Motel. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts raus und dann wieder links auf die Hauptstraße. So.
Soll ich mich getäuscht haben, dann können wir uns immer noch natürlich hier in die Kabine reinhauen. Das ist nicht das Ding. So, ich hoffe, ich finde das jetzt wieder. Ja, ich weiß es ja, wir wissen es ja. Er ist müde. So, ich werde mal jetzt nicht so rasen, dass wir hier... Warte mal. Da ist er, oder? Ja, warte mal. Ich hoffe, das ist jetzt auch eins. Wie gesagt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber... Wir müssen die ja alle mal finden. So, jetzt machen wir mal hier erstmal die Heizung aus. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Da, Armaturenbeleuchtung. Heizung, Heizung, hallo? So, okay. Gut, dann schauen wir mal, ob das ein Motel ist und wenn ja, ob die ein Bettchen für uns frei haben. Geschlossen, also das sieht... Ja, ist es ein Motel oder nicht? Ne, das ist die Frage. Eine Garage? Royal Tires geschlossen? Ich bin verwirrt. Also ich dachte hier zumindest das hier, ne, das große, das wäre ein Hotel. Schiede. Ärgerlich. Ja, ist ja gut. Hör auf zu jammern. So. Ich habe übrigens gar keine Jacke angezogen. Oh Gott, ich lebe hier gefährlich. So, ja, über Nacht würde ich das jetzt nicht anschalten. Ich habe ja auch einen Schlafsack. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Wir gehen ohne Schlafsack ins Bett. Ja, also wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ich hau mich jetzt hier aufs Ohr. Und dann soll für heute erstmal gut sein. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben heute das ein oder andere gelernt und auch erstmals gesehen, ne? Also das erste Mal, dass wir Kälteausrüstung wie zum Beispiel Jacke oder die Motorhaubenabdeckung benutzt haben, ne? Ja, fast hätten wir es geschafft, im Motel zu schlafen, aber irgendwie finde ich keins. Aber immerhin, wir haben die erste Straße geräumt. Auch das ist eine ganze Menge wert. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein nettes kleines Like, Follow oder Abo da, Daumen hoch und dann passt der ganze Bums. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.